Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Noel. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen leckeren Auflauf mit Kartoffel und Hackfleisch zubereiten könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt doch einfach dran. Das sind alle Zutaten, die wir für den Auflauf benötigen. Alle verwendeten Gemüsesorten sind variabel und können durch anderes Gemüse ausgetauscht werden. Ihr benötigt 2-3 Kilo Kartoffeln, je nachdem wie dick ihr die Kartoffelschicht haben möchtet, 2 Paprikas, etwas Oliven- und Rapsöl, 2 rote Zwiebeln, könnt auch normale Zwiebeln nehmen, Schlagsahne, etwas Käse, Oliven, etwas Zucchini, hier ist die Menge auch variabel, hier habe ich 500 Gramm Hackfleisch. Kommen wir nun zu den Gewürzen. Hier habe ich Salz, getrockneten Schnittlauch, Paprikapulver, Curry-Kurkuma-Ingwer-Pulver, Oregano und getrocknete Petersilie. Zuerst geben wir in eine Pfanne etwas Rapsöl und etwas Olivenöl. Dann kommen die Zwiebeln in die Pfanne. Auch weiteres Gemüse kommt schon dazu, wie die Paprikas und die Zucchini. Parallel dazu könnt ihr die Kartoffeln in einen großen Topf geben. Und den Topf mit Wasser befüllen, sodass die ganzen Kartoffeln bedeckt sind. Ich hatte hier schon heißes Wasser vorgekocht. Wenn die Pfanne langsam heiß wird, könnt ihr das Gemüse umrühren und für einige Minuten anbraten lassen. Damit das Gemüse schön gar wird, am besten einen Deckel auf die Pfanne geben. Nebenbei könnt ihr das Kartoffelwasser salzen. Wie ihr seht, koche ich hier auf höchster Stufe und damit euch euer Gemüse nicht anbrennt, solltet ihr es ständig umrühren. Nachdem das Gemüse schön angebraten und gar ist, könnt ihr euer Hackfleisch dazugeben. Das Hackfleisch müsst ihr mit einem Kochlöffel so klein wie möglich zerkleinern, damit sich keine Hackfleischklumpen bilden. Die Hackfleisch-Gemüsefüllung kann jetzt gewürzt werden. Alle genauen Gewürze schreibe ich euch unten in die Infobox. Das Ganze wird jetzt nochmal gut umgerührt. Und für weitere Minuten kochen gelassen. Zum Schluss salze ich die Füllung und verrühre nochmal alles miteinander. Nachdem auch das Hackfleisch durchgekocht ist und die Füllung ein wenig abgekühlt ist, gebe ich die Oliven dazu und mische sie unter die Füllung. Kümmern wir uns jetzt um die Kartoffeln. Um die Kartoffeln zu pressen, benutze ich eine Kartoffelpresse. Dann gebe ich die Kartoffeln einzeln nach und nach hinein und presse sie. Nachdem ich die Kartoffeln gepresst habe, würze ich das Ganze. Auch hier schreibe ich euch alle genauen Gewürze unten in die Infobox. Jetzt müssen die Kartoffeln mit den Gewürzen vermischt werden. Hierzu könnt ihr einen Löffel nehmen oder auch einfach eure Hand. Jetzt füllt ihr etwa die Hälfte der Kartoffelmasse in eine andere Schüssel, da diese für die obere Schicht benötigt wird. Die in der Auflaufform gebliebene Kartoffelmasse wird gleichmäßig verteilt und ein wenig angedrückt. Jetzt wird die Füllung obendrauf verteilt. Und gleichmäßig auf der Kartoffelmasse verstrichen. Nun kommt auch schon die zweite Kartoffelschicht obendrauf. Diese könnt ihr dann mit einem Löffel etwas glatt drücken und schauen, dass die Kartoffelmasse überall gut verteilt ist. Ich gebe mal gerne oben auf die oberste Kartoffelschicht einen Becher Sahne. Dadurch wird der Auflauf noch cremiger. Zum Schluss wird noch geriebener Käse obendrauf verteilt.
Dann kann das Ganze auch schon in den Ofen für 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis der Käse schön goldbraun wird. Das ist auch schon der fertige Auflauf mit Kartoffel und einer Hackfleischfüllung. Dieser Auflauf lässt sich super einfach und schnell zubereiten. Wie schon vorher gesagt, ist jede Gemüsesorte variabel und lässt sich durch anderes Gemüse austauschen. Zudem könnt ihr weitere Gemüsesorten ergänzen. Auch vegetarisch schmeckt das Gericht super lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert doch meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!